weil Gentechnik unglaublich forschungsaufwendig sei. Einverstanden? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin interessanterweise gerade beim Neujahrsempfang der Stadt Tübingen angesprochen worden von dem Unternehmer auch hier aus dem Kreis, der in mehreren Technikbranchen tätig ist, unter anderem auch in der Medizintechnik, und der Mann war richtig aufgebracht. Also er hat gesagt, ich habe gekämpft, dass ich mein Unternehmen ohne Entlassungen, ohne Abstriche zu machen, durch die Krise führe und habe eine Umsatzrendite von 0,7% erreicht. Marquet liegt, lag im vergangenen Jahr mitten in der Krise bei 7% Umsatzrendite und macht den Laden dicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist einfach, das ist der eigentliche Skandal, dass man so wirtschaftet. Also das ist auch im Prinzip das Gebaren einer Heuschrecke. Ich finde aber, das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Also wir haben natürlich diese Abhängigkeiten, der Schwarzwald hat es angesprochen, die Abhängigkeiten vom Export. Wir haben hier in Baden-Württemberg natürlich auch noch eine sehr starke Abhängigkeit vom Automobil, von der Autobranche. Und ich glaube, dass wir uns schon darauf einstellen müssen, dass diese Branche so starken Wandlungen unterliegen wird, einfach durch die Veränderungen vom Verbrennungsmotor hin zu anderen Antriebsformen, dass wir einige Krisen erleben werden in den nächsten Jahren. Und es ist auch so mein Eindruck, der angesprochene Unternehmer ist dafür ein Beispiel, dass die Firmen, die bisher eigentlich als Zuliefererbetriebe für die Automobilindustrie gearbeitet haben, auch davon gelebt haben, wenn die einigermaßen was beieinander haben im Kopf, die suchen sich neue Branchen, die gehen zum Beispiel in die Elektrotechnik, die suchen sich neue Standbeine zum Beispiel bei alternativen Energien, also in der Windbranche sind einige eingestiegen, das ist auch ein schönes Beispiel im Kreis Göppingen, und das ist eigentlich die Zeit jetzt zu nutzen, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, weil sonst die Krise den Maschinenbau und damit auch die Industrie, die wir hier im Land haben und die auch den Reichtum des Landes ja mit ausmacht, die wird sonst zusammenbrechen. Okay. Von der Seite klares Unverständnis für die Entscheidung.